Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute bei unserer Sendung Feuerwerks TV. Wir haben unsere beiden Experten aus Hiersen hier, Benjamin Blasinger und Tim Sick. Herr Blasinger, Silvester 2009. Wir haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht mit der Firma Feuerwerks, Körper, Benjamin und Tim. Die Firma besteht ja schon seit ca. 20 Jahren. Herr Blasinger, erklären Sie uns mal das Erfolgsgeheimnis Ihrer Firma. Ja. Hoch und laut, würde ich sagen. Ja, das ist sehr. Was ist in Ihrem neuen Produkt das Hauptargument, dass die Leute es kaufen sollen? Das Zentrale ist, dass wirklich einfach, das heißt natürlich einmal an, erhält aber drei verschiedene Feuerreihen. Also kann man das auch in einem Kurs sagen. Phase 1. 10 Schuss nacheinander. Rot oder Silber. Aufsteigende Sterne. Mit Sternen kräftig zerlegenen roten Prozessstern. Sterne genauso gut wie die Sterne, die man auch auf dem Himmel sehen kann. Also kann auch selbst die NASA diese Sterne nicht bereisen. Dafür sind sie zu kurzlebig. Nein, hier hat nichts anderes mehr sehen auf diesem Ort. Auch in einer Höhe von über 40 Meter wird man die Sterne sehen. Ja, das erste Mal, dass man so einen Supernova sieht. Ja, es ist sehr aufregend. Okay. Unser erstes Mal. Gibt es seit 2009 in den Läden von Norma, Rewe, Lidl, Aldi und Co. Ein ganz besonderes Produkt gibt es natürlich im Versandhaus der Benny und Co. Produktion AG. Da können Sie auch mal ein paar Worte drüber verlieren, Herr Blasinger, was Sie über das Internet zu einem Feuerwerkskörper pro Jahr verkaufen. Im Prinzip, das ist unser meistverkauftes Produkt für lächerliche 80 Euro. 79,90 tut mir leid. Und von da ab aufwärts ist alles möglich. Herr Blasinger, gibt es eine Altersbeschränkung für dieses Produkt? Also, wir sind da nicht so eng. Manche sagen, es sollte erst ab 18 verkauft werden. Ich sage, es passiert eh aber über das ist ja das Schöne daran. Bei uns ist halt eigentlich überhaupt nichts passiert. Natürlich zünden wir, kriegen wir zurück und es funktioniert von allein. Man hat einen Tabler, der eine der Hand explodiert. Wie in der Politik ja oft diskutiert wurde, soll man eine Altersgrenze oder eine Promillegrenze schaffen bei der Benutzung von Feuerwerkskörpern? Was denken Sie da? Also unter 1,5 Promille sind natürlich auch die Explosionen. Kann man als 6-Jähriger mit 0,5 Promille einen Feuerwerkskörper zünden? Man kann. Ja, wir sind nicht testen. Also, wir hatten immer mehr als 0,5 Promille. Also es dürfte nicht gefährlicher werden. Aber dafür wissen wir, dass es auch über 3 Promille noch möglich ist. Wir sind Jahre Entwicklung. Steckt nicht. Boah, ja, muss ich selbst mal überlegen. Das war sozusagen unser erstes Werk, das wir wirklich tatsächlich nach 20 Jahren lang entwickelt haben. Da steckt wirklich unser ganzes Herz. Dass man allein schon das kurz zeigen darf. Haben uns immer ganz endlich entschlossen, es in schlichten, professionellen Schwarz-Rot zu halten. Man hat gehört, dass sie auch spezielle Designer dafür angeworben haben. Aus Paris, unter anderem Karl Lagerfeld, der für das Rot. Die Batterie blinkt. Das ist korrekt. Ja. Ist das korrekt? Ich war dann für das Schwarz verantwortlich. Ich habe mir gedacht, wenn man es auf die Straße stellt, sollte man es nicht sehen, wenn man nach Hause kommt. Ein schwarzes Leben, ein schwarzes Produkt. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es war eine sehr informative Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vollidioten von der Kamera.